Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy X mit mir, DF, und ich muss wieder sagen, dass ich 9 Tage nicht gespielt habe, wieder, weil ich einfach nicht die Zeit und Muse gefunden habe, aufzunehmen. Aber da mir so langsam die Aufnahmen flöten gehen, die Videos, deswegen muss ich jetzt so langsam wieder aufnehmen. Wieso ist das so leise? Hört sich alles sehr leise an. Ist mein Headset, ja. Oder ist das einfach nur so, dass es nur dieses Hintergrundgeräusch da sehr leise zu hören ist? Okay, wir gehen einfach raus, mal gucken, was passiert. Ich speichere mal. Wir können hier ruhig drüber schreiben. Warte, habe ich hier eine Kiste geöffnet? Weil das sieht so sehr nach, da wäre was Verschicktes. Weil das Ding ist auch, ich habe vor den 9 Tagen irgendwie 2 Monate nicht gespielt oder ein. Wieso sieht das so low aufgelöst aus? War das immer so? Nee, oder? Das sieht so aus, als wäre es einfach nicht 4K. Was aber ich mir gut vorstellen kann. Ah nee, weil das ein Video ist. Moin! Das sah so schlecht aufgelöst aus, weil das ein Video war. Dad? I know. The final summoning's gone. But I'll think of something. Just give me a little more time. Der greift doch nicht an. Da steht ja nur, wie Bestellung nicht abgeholt. Wieso kommt der jetzt das Luftschiff an? Die tun so, als geben sie keinen Fick füreinander. Also was? Sin geht einfach weg und das Luftschiff kommt einfach an und die interessieren sich beide nicht füreinander. Okay, jetzt ist aber mal voll laut. Also für mich. Für euch müsste es eigentlich stimmen. Obwohl... Okay. Aren't we the happy-looking bunch? What's Yuna? Frana! Frana! Where? Where? That all you can say? Why don't you think of something? Well? Any good ideas? Come on, help us! What do we know? Sin is Jekt. Thus you have a link, a bond with Sin. That may be our key. So, what do we do? We think and we wait. Okay. Two things I'm bad at. Sehen wir gerade Junas Perspektive. Ja. Manchmal sehen die Animationen aber echt noch sehr mechanisch aus. Ist halt ein PDS-Sicherungs Beispiel. Wieso ist alles so langsam? Also nicht wirklich langsam, sondern halt die kommen alle nicht voran. Machen irgendwie nix, sagen nix und keine Ahnung. Also jetzt nicht vom Spiel langsam, sondern was die da machen für einen Quatsch. Aber man dreht er sich. Wieso reden die nicht miteinander? Oh, also moin.
Ganz komische Sequenz gerade gewesen. Speichersphäroid für Reisende, Level 3. Der Albert-Händler Rin hat eine Funktion eingebaut, mit der sie vom Speichersphäroid direkt aufs Schiff gelangen. Ah, okay, zum Flugschiff. Das ist gut, weil jetzt können wir die Welt bereisen. Wir könnten, glaube ich, direkt zu Sin und dem Platten, würde ich aber mal behaupten wollen. Ich weiß es nicht genau. Aber wie es in Final Fantasy Tradition ist, wenn man zum Boss kann, gibt es jede Menge Quest-Zeugs, das man machen kann. Ich weiß nicht, was man alles machen kann. Ich weiß gar nicht, wie weit ich als Kind gespielt habe. Oder Jugendlicher oder was ich ja auch immer war. Ich glaube wirklich nur zum Berg Gagazet. Und nicht weiter hinaus. Ich glaube, bei der Sphäromasse war ich. Also da, auf jeden Fall war da der Speicher von der PlayStation 2 Memory Card. Dass ich da bei der Sphäromasse war und nicht weitergespielt habe. Und deswegen weiß ich nicht, was ich alles machen kann. Wir fragen einfach mal Leute. There has to be a way. We need to sit and think this through. There. Okay. Still thinking. Sagst du noch was anderes? Hallo? Okay. Nicht so oft A drücken. So much for the final Aeon solving everything. So much for the final. Okay. Ich gehe erstmal, bevor wir mit Sid reden, erstmal die anderen bequatschen. Hallo, Horan. And we'll lose everything. We need to plan carefully. Ja, aber was? Was kann man denn noch machen? Okay, da ist Rin hieß er, glaube ich. Der Händler. Okay, tschüss. Oh, das ist ein Spheroid. Aber, ja, ich glaube, ihr sagt nichts Intelligentes, weil ich euer Alphabet nicht... Ach, das ist das, ja. Ich habe kein... Spielstand mit mehr Albert-Lexika. Also da kann man, wenn man einen Spielstand hätte mit mehr Albert-Lexika, sie reinportieren in diesen Spielstand. Aber... May I help you? Hab ich ja nicht. Erstmal die Ausrüstung ansehen. Ich habe kaum Geld. Beziehungsweise ich kann nichts tragen. Das ist das Ding. Dann... Ich mag den HP-Generator, also den Vitalring, deswegen lasse ich ihn erstmal an. Den lasse ich auch erstmal, obwohl musste Rico nicht sowas haben. Hastwappen, Nothast, das brauchen wir ja nicht, weil Hast kann ich auch zaubern. MP ist mir egal, Nässe, Kälteball. Nothast, wie gesagt, interessiert keinen. Schon Durchschlag, ja, lasse ich mal. Obwohl wir haben dasselbe nur mit Angriff plus 10. Deswegen weg damit. Giftschlag braucht auch kein Mensch. MP-Generator braucht Riku nicht. Brotes, Banknot, Brotes, ja. Diese Notsachen finde ich alle doof. Weil dafür müssen sie low HP haben. Datenball. Ah, komm, weg mit dem Scheiß. Blindschlag brauche ich auch nicht, weil die... Ja, Zauberangriff plus 3 braucht auch kein Mensch. Zombie-Wall. Was ist denn ein Zombie-Wall? Also, ist der komplett geschützt vor Zombie? Oder sind alle komplett geschützt durch Zombie, vor Zombie? Wieso habe ich das nicht benutzt, ich Vollidiot? Ich wusste gar nicht, dass ich sowas habe für Kimari. Den bereit... Behalte ich mal den Reisering. Strom 50%. Also. Ich weiß nicht genau, was das heißt. Also, machen wir mehr 50% Schaden oder 50% mehr Abwehr? Na, Drachenball brauche ich auch nicht unbedingt. Giftschutz. Finde ich jetzt nicht so mega wichtig. Ja, blind ist auch egal bei ihr, weil wenn sie, also wenn Lulu blind wird, ist sowieso was, weil sie nicht physisch angreift.
Weißen Stab. Das sind alles so Peanuts. So 62 Gil und so ein Krempel. Das braucht ja auch kein Mensch, aber ich muss halt Platz machen. Ein Schwert braucht auch keine Schalldämpfer. Stummschlag. Der macht stumm, macht er auch mit seinen Angriffen. Zauberabwehr plus 2, braucht auch kein Mensch. Reiserin. Entschuldigung, dass ich so langsam hier durchgehe, aber ich bin halt alles am Überlegen. Für wen ist das Juna? Nee, komm, brauchen wir nicht. Brauche auch nicht. Oder hätte ich den Ring. Ne, wir haben ja noch den Reisering. Kraftwandler. Brauche ich nicht. Der gibt uns nämlich Kraftsferoiden. Durchschlag. Braucht auch kein Mensch. Variomog. Fata Morgana. Durchschlagangriff plus 3. Braucht auch keiner. Halbert. Durchschlagangriff plus 10. Aber kein Durchschauen. Deswegen können wir es auch weg. Dann weg. Dann weg. Gemacht. Schutz. Ich lasse den mal. Schwungschlag brauche ich nicht. Schwungschlag brauche ich nicht. Durchschlag, Kälteschlag. Ja, das behalte ich mal. Durchschutz könnte man gebrauchen. Schlafattacke. Ja, komm. Steinwall. Ja, lassen wir mal. Angriff plus 3. Brauche ich auch nicht. Durchschlag kann auch weg. Und ich habe noch so viel Teig. Sehe ich gerade. Die Leiste ist nicht mal bei der Hälfte. Der Scrollbalken. Steinschutz behalte ich mal. Den Schutz weg mit dem Rotz. Weg mit dem Rotz. Der ist nicht mal so gut, wie wir das, was wir gerade haben. Zauberangriff plus 20. Den lasse ich erstmal. Weil der zaubert ja auch, der Kimari. Sprungschutz lassen wir mal. Giftschwert brauchen wir nicht unbedingt. Blind brauchen wir nicht. Durchschlag, Angriff plus 5 brauche ich auch nicht. Ja, das Emerald-Wappen lassen wir erstmal. Giftschutz, Notexplitz. Nee. Sturmwappen hat sie. Wissensdurst brauchen wir nicht, weil Durchschauen haben wir auch mit Bruderherz, Exeis, Schild, Donnerarm, Zerstörungsfaust. Ja, brauche ich auch nicht. Brauche ich nicht. Ja, man kann das ganze Zeug sehen, also mein Gesicht ist nicht davor. Ist gut, Metallwappen kann ich auch wegtun, Wasserbombe brauche ich auch nicht. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Wir kriegen auf jeden Fall viel Kohle. Das ist das Gute an der ganzen Geschichte. Aber das geht mir gerade voll auf den Knispel. Das lassen wir mal. Schlafschlag? Nee. Alle Schläge mit Lulu sind totale Verschwendung. Zauberabwehr plus 10. Ja. Nein. Weil Lulu sowieso nicht zuschlägt, deswegen alles Käse. Lass mal den Wanderschutz, Reiseband. Nein. Langschwert. Okay, das ist kompletter Käse. Dokenkönig, Medizinkunde. Wahrscheinlich wirken die Sachen einfach besser. Die Heil-Items. Shellarm, Halbert, Perlenschutz. Nee. Ich war am Überlegen. Stummattacke, Blizzard-Schild, Überfeuer. Nee, Kraftwander braucht auch kein Mensch. Den Konter lasse ich mal. Durchschlag, Blindschlag. Ja, wenn wir wen erblinden wollen, lasse ich mal. Wenn wir wen erblinden wollen, dann holen wir einfach Wacker.
rein. Ja, das lasse ich auch mal, das Wanderwappen. Ja, das Pfadfinder lasse ich auch mal. Der kann weg. Wanderschutz mit 10% haben wir schon ein. Autopotion lasse ich auch erstmal. Obwohl. Es gibt ja voll die Kohle. Notprozess kann weg. Blindschild. Blindschutz weg damit. Obwohl hätte ich behalten können. Nee. 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 Nein. Nee. Steinschutz ist auf jeden Fall gut. Ausweichkonter. Also ausweichen und kontern. Hört sich gut an. Ja, Rächer lasse ich auch mal. Mutschell mache ich weg. Schummschutz, Konfusschutz. Z-Angriff plus 10 brauche ich nicht, weil da haben wir genug von. Brauche ich auch nicht. Ah, behalte ich mal. Den Schlafschutz, den Kälteschlag mache ich weg. Zeitwandler braucht auch kein Mensch. Weitenring. Ah, komm. Na, ich behalte das mal, das gibt ja auch nicht so viel Kohle. Ja, ich behalte den auch mal. Multischutz. Nee. Wanderschutz. Erstmal, ich glaube, ich habe schon Wanderschutz, aber naja. Die Flexklaue, was zum Fick? Wieso gibt die so viel Kohle? Will ich die verkaufen? Ich weiß es nicht. Aber was bringt mir das Ding? Außer, dass es 4 Slots hat für Rico. Ne, ich will die Kohle haben. Jetzt bestimmt Leute, die das Spiel besser kennen als ich, schlagen die Hände über den Kopf zusammen, würde ich einfach mal sagen wollen. Aber ich habe keine Ahnung. Variumok hat durchschlagen. What the fuck? Mehr MP braucht Yuffie. Ich will immer Yuffie sagen die ganze Zeit. Und jetzt ist es mir rausgerutscht. Rico. Die sind ja ziemlich ähnlich, Yuffie und Rico. Deswegen habe ich immer den Namen im Kopf. Feuerbombe, Hitzeschlag. Brauche ich nicht. Mitchell. Ja, Steinwall ist immer gut. Nothast brauche ich nicht. Hastreif, Nothast und HP plus 10. Das tut jetzt keinen weh, den zu behalten. Würde ich aber mal sagen. Schlafschutz. Also den Schlafschutz hätte ich auch behalten können. So. Den Prozent MP brauche ich nicht mit Tidus. Den behalte ich mal. Wo ich Sturmschutz schon sehr gut finde. Okay, das war dann alles. Ja. Ein Vario-Schwert brauche ich nicht. Meisterschaft brauche ich nicht. Multitalent brauche ich nicht. Freihand-Mug. Nee. Glühlanze. Nein, Sir. Ätherflamme. Nein. Flexklaue brauche ich auch nicht. Guck, die ist auch so teuer und das, die hat halt noch den Angriff dazu. AP plus 10. Quartettring. Nee.
das war's dann. Tschüss. Thank you. Your patronage is very much appreciated. Dann gehen wir nochmal kurz in die Ausrüstung bei Kimari. Da wechsle ich nämlich das Reisereif gegen die Nottast aus, weil das ist dasselbe, nur das, also das Hastreif meine ich. Das hat Nottast, das finde ich dann besser. Wie gesagt, die Notsachen finde ich nicht so geil, aber wenn das einfach das gleiche hat, also die 10% AP mehr, dann wieso nicht? Ich kaufe mal ein paar. So, bis wir 89 haben, dürfte erstmal reichen. Ich kaufe nicht bis 99, weil wenn wir welche finden, dann können wir die nicht mehr tragen. Weihwasser kaufe ich auf jeden Fall ein paar, am besten so viel ich kann. Aber nee, auch nur 89. Phoenix-Federn brauche ich glaube ich nicht so viel, aber kaufen wir auch mal, bis wir 89 haben. Alle Heilmittel ist mir ein bisschen zu teuer, deswegen mache ich ja nur, bis wir 20 haben. Hä? War das gerade ein Bug? Weil direkt kam das nochmal. Antidot, kaufen wir mal eins dazu. Ich will 40 haben. Auch bis wir 40 haben. Auch bis wir 40 haben. Dürfte das ja alles erstmal reichen. Handgranaten haben wir 99. Wo die herkommen, weiß ich gar nicht. Habe ich die alle gekauft oder was ist da los? Ja. Dann gehen wir in die Richtung, weil wir wollen Yuna irgendwo noch bequatschen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich sehr viel, also sehr lange in dem Shop da gerade war. Das wäre nicht so geil. Also, hier ist der Ausgang. Ich mache mal kurz eine Pause. Und weiter geht's. Ich habe nur was getrunken. Ich mag das halt nicht in der Aufnahme, mir was zu trinken. Da ist Yuna und Kimari. Ich speichere einfach mal, weil ich es kann. Ja, ich war 17 Minuten jetzt im Shop. Oder 17 Minuten, seitdem ich das letzte Mal gespeichert habe. Bla. Deswegen rede ich nicht so gern mit den Albert, weil ich verstehe die sowieso nicht. Na, Kimari, was ist los? Oder Yuna, besser gesagt. I'm no good. At nee. What are you talking about? All this time I've been thinking about how to defeat Sin. But I... Beyond the teachings of Yevon... I know nothing. I'm sorry. Yuna, no apologies. But... Apology is running. Yuna never run away. Thank you, Kimari. So, Kimari, you got any good ideas? Yevon's teachings. The teachings won't help us fight Sin. No answer in the teachings. Answers lie outside. Must know both sides to find answer. Both sides. Micah knows much. Find him, make him talk. That's it! Kimari, you rock! Das ist eine ziemlich intelligente Idee. Kimari doubts Micah welcomes us. He'll have to run pretty fast to beat this airship. We cannot chase if we cannot see. To Bavel, then. Through the front door. You worried? I'll be fine. We can't stop now. Ich hatte nicht gedacht, dass wir nochmal nach Bavel fahren. Da gehst du nach draußen, ne? Was mir nicht viel bringt, aber ich gehe trotzdem mal gucken. Vielleicht liegt da ja irgendwie was in der Gegend rum. Irgendein Item. Oh, war das schlecht aufgelöst, das gerade das der Außenbereich. Okay. Ich glaube, hier kann ich auch nichts machen, außer... Warte. Okay, hier. Ich wollte eigentlich auf die andere Seite gehen, aber okay. Da wird wahrscheinlich nichts sein, würde ich aber behaupten wollen.
Okay, dann gehen wir nach Maika, macht das Würstchen und quetschen ihn ein bisschen aus. Also, beziehungsweise wir gehen nach Bevel. Dass Kimari die Idee hatte, finde ich einfach lustig, weil er so wenig irgendwie dazu beiträgt. Also er macht nicht nix, aber er trägt ziemlich wenig dabei zu, irgendwie weiterzukommen. Okay. Hey guys, I just had a great idea. Was denn? It was my idea. Let me tell them. It's like this, yeah? I just thought... The hymn's the key. Ah! The hymn? Sir Jekt likes the hymn of the faith, correct? Yeah? That's why he was listening to it in Makalania. Sin, violence incarnate, listening peacefully. I know it's your old man. And I don't mean no disrespect, but... No, it's fine. I've gotten used to it. Let me say it. If we attack Sin head on, we've little chance of winning. Yeah. However, if he hears the hymn of the faith, he will become docile. Yeah, and that's when we make our move. Might be against the rules and all, but who's keeping track, yeah? Gute Idee. Yeah, aber it could really work. Well, das mit Maika finde ich noch ein bisschen besser. Yeah, it's worth a try. Aber wir sollten das mit Maika erstmal machen. Das finde ich nämlich intelligenter. Sid ansprechen, um die Navigationskarte zu öffnen. Wenn man den Zielort auswählt, wird der nur dorthin befördert. Okay. Well, I guess it's all or nothing. Okay. It really was my idea, you know. I got a good feeling about this. Ich speichere ziemlich oft, ne? Aber jedes Mal, wenn ich so einen Speichersphäroiden sehe, dann habe ich den Drang zu speichern. Okay, ist es. Well, that sounds like a plan to me. Our baby here will take us anywhere we want. Eingeben, Ruinen von Xanarkand. Die Karte sieht sehr HD, sag ich mal, aus. Sogar ein bisschen zu komisch. Die Welt erforschen, Passwort eingeben. Liste, Sinotis, Shift, Kalania Bikane, weite Brücke. Ruin von Xanarkand. Ein Ort wurde neu entdeckt. Die geweihte Brücke, wo ist das denn? Dann fliegen wir erstmal dahin. Here we go! Das finde ich nämlich komisch. Also jetzt steht uns die Welt offen. Okay, wir sind dann, so wie es aussieht, in... wie heißt die Scheiße nochmal? Bevel.